22. August 1892 und mit 68 Stundenkilometer rasen wir rein in Freiburg. In letzter Sekunde werden die Bremsen gezogen. Mit klirrenden, knirschenden, schreienden Bremsen halten wir an. Alles gut gegangen. Puh, das war knapp. So lebensgefährlich kann es sein, Railway Empire 2 nicht nur zu streamen, zu spielen, auch zuzuschauen, Videos zu gucken. Ich weiß, viele von euch hat es gerade bei dieser Bremsaktion nicht etwa an die Sitze gepresst, sondern beim Bremsen nach vorne geschleudert. Viele von euch haben gerade Fettflecken produziert. Im Ernst, wirklich. Wir haben Sommerwetter gerade. Wir zeichnen auch im August auf, 31. August, 2024 gerade in dieser anderen Zeitebene. Und ich weiß, viele von euch wurden gerade so aus dem Sitz herausgeschleudert, dass eure Näschen eine Bremslandung gemacht haben auf dem Monitor, auf dem Smartphone, auf dem Tablet, auf dem Bildschirm, wo auch immer. Deshalb würde ich euch gerne jetzt ein paar Tücher reichen, damit ihr die Nasenflecken wieder entfernen könnt. Mit anderen Worten, wenn ihr dabei seid bei einem Railway Empire Stream oder einem Video von mir, dringende Empfehlung, immer Feuchtigkeitstücher oder Brillenputztücher oder irgendwas anderes mit Spüli oder mit Aluhol dabei haben, mit dem man wieder alles sauber machen kann, gerade im Sommer. Ja. Winter gibt es andere Probleme. Da kann es sein, dass einem der Glühwein aus der Hand fällt. Ist eine riskante Geschichte. Ich bitte nochmal herzlich um Verzeihung. Nichts nicht um Entschuldigung, dafür bin ich zu bösartig. Wir sind ja weiter unterwegs und haben mittlerweile 1,25 Millionen. Und gucken mal, was brauche ich einen? Denn ein extra Controller, der Name sagt mir gerade gar nichts. Gibt es extra Controller für Leute, die Eisenbahnsimulationen spielen, oder improvisierst du gerade? Lieber Don Canaille. Die weitere Strecke noch anschließen. Und zwar könnten wir das mal angeschlossen, das haben wir angeschlossen. Wunderbar. Freiburg funktioniert. Das Getreide bekommen wir, müssen wir von hier aus anschließen. Die Kräuter müssen angeschlossen werden, damit die Bergkäsefabrik irgendwann brummt. Zucker kommt von hier. Und von da kommt das Vieh hier unten für. Also das müssen wir noch anschließen. Den Zucker haben wir von hier unten angeschlossen. Wir können ihn auch doppelt anschließen. Die Milch auf jeden Fall. Die beiden nach Langenthal. Hatten wir gesagt, war es zwar nicht der kürzeste Weg, aber der realistischste, die Höhenunterschiede hier zu schaffen. Milch gucken wir dann. Milch ignorieren wir, Milch kommt von hier oben. Alles klar. Dann gehen wir jetzt hier mal hin und bauen weiter aus. Das ist eine Zugfahrsimulation aus Japan, die ich nicht kenne. Danke. Und die haben einen eigenen Controller dafür. Oh lala. Wir bauen einen Bahnhof. Da vorne geht's rein. So weit wie möglich nach oben, wie es geht. Damit wir hier vorne hier Anbau machen. Ne? Hier ist der Anbau. In der Auktion ignorieren wir immer. Das heißt, wir müssen auf diese Höhenstufe drauf. Hier auf diese hier. Okay, das schaffen wir. Einmal hier vorne hin, soweit es geht, nach oben hin. Andererseits auch immer parallel zu Höhenbaustufen bauen, sonst gibt es Ärger. Ah, das sieht irgendwie doof aus, ne? Wenn das so weit hiervon entfernt ist. Ich mache es ein bisschen dicht daran. Auch wenn das dann mehr Steigung ist, sonst das sieht einfach zu doof aus sonst. Und etwas so gedreht, weil wir oben die Kurve noch mitnehmen müssen, um reinfahren zu können. Einmal Gleisbau, einmal andocken. Sagt mal, wenn ich euch mal auf etwas hinweisen darf, kann es sein, dass ihr passend dazu, dass es hier ein Samstagabend ist und dass es in weiten Teilen Mitteleuropas im Augenblick recht warm ist, ein bisschen kaputt, schlafmüde und gemütlich in euren Sitzgelegenheiten im Chat liegt. Unfähig, viel zu posten, mundfaul, gemütlich, erschöpft, euch von mir berieseln lasst.
Oder ist das, oder liege ich mit dem Eindruck falsch, dass er gerade mich wie Fernsehen wahrnimmt? Mehr ist nicht möglich. Eigentlich ist Twitch da interaktiv. Man schreibt Dinge rein in Chat. Oh, guck mal hier. Kann man so machen, ne? Ja. Und wie teuer ist das Ganze? 95.000 kommt mir viel vor. Keine Brücken, keinen Tunnel, Erdarbeiten, ein Gleis, das Gitter. Ja, also, okay. Kev-Drohnen bestätigt oder Zev-Drohnen. Ich habe die Situation zupackend, zutreffend beschrieben. Das sieht gut aus, das können wir so machen. Die Erdarbeiten sind auch nicht zu hoch. Einmal kurz kontrollieren, aber im Prinzip. Ja, bei der Anfahrt kostet zwar geringfügig mehr, gerne sanft steigen lassen, weil die müssen einmal Tempo aufnehmen mit der schweren Last. Jetzt kommt wieder schöne Schweizer Musik. Ja, aber ich würde es gerne ein bisschen höher bauen. Wisst ihr warum? Damit man weiter gucken kann, wenn man mitfährt. Ist gleich ordentlich teurer. Nicht zu geizig. Einmal bauen. So, und jetzt haben wir die Getreidestrecke, die hier reinfährt. Und jetzt müssen wir noch. Und nachher können wir noch die Kräuter hier hinbringen. Wir gucken mal, ob wir irgendwo auf der Strecke einen Bahnhof haben, eine Stadt haben, die so viele Bevölkerungspunkte hat, dass hier oben die Bergkäsemanufaktur auch genutzt würde für die Herstellung von Käse. Das ist ein spätes Bedürfnis. Das Einzige, was man hier oben erreichen kann, die größte Stadt, ist Freiburg. Jetzt schauen wir mal, ob Freiburg schon Bergkäse haben möchte. Don Canai, Samstag locker genießen bei WB und die Wärme genießen. Was schreibt 212? Genau diese Strecke bin ich vorher im Real Life mit dem Zug gefahren. Wann? Welche Strecke? Und wird hier schon nachgefragt nach Käse? Käsefondue wird sogar nachgefragt. Bergkäse. Wir können die Produktion starten. Top. Super. Ich bin begeistert. Ich bin total begeistert. Klasse. Sensationell. Das lohnt sich ja volle Kanne. Dann müssen wir den Leuten nur erlauben, dass in Langenthal Kräuter mitgenommen werden, die dann nach Aarau transportiert werden. In der Lagerhalle. Einmal erlauben. Dann brauchen wir nachher auch eventuell noch mehr Güterzüge, die da langfahren. Wir können beginnen, ne? Wird die Strecke, wird noch nicht befahren. Hier kommt das Getreide hoch und jetzt fahren die einmal zurück und holen hier die Kräuter ab. Wir brauchen noch einen weiteren Bahnhof. Wir lassen den ja durchfahren, ne? Durch selbe Gleis durchfahren. Sieht irgendwie hübsch aus, machen wir. Sag mal, ich hatte doch kürzlich, ob alle Waren verteilt werden? Nee, Milsi, ich brauche ein paar Cargozüge mehr. Gucken wir es gleich als nächstes an. Habt ihr eigentlich mein kürzlich veröffentlichtes Industriegigant 4.0 Video gesehen, das ich mit dem Matze, mit dem Studioleiter und Studiogründer von Dom vs. Dodum aufgenommen habe? Habt ihr das gesehen? Und hat euch das Spiel gefallen? Würdet ihr das gerne nochmal sehen? Ich spoilere auch mal kurz den Hintergrund meiner Frage, weil er hatte vor ein paar Tagen, ich glaube, er möchte nicht, dass ich das schon enthülle, deshalb formuliere ich es mal ganz allgemein. Matze hatte eine sehr schöne Idee. Ich formuliere es mal ganz allgemein. Wie wir uns als Writing Bull Community im fertigen Spiel verewigen könnten. Mehr sage ich nicht. Release-Termin steht noch nicht fest. Nee. Aber die Idee hatte er schon mal. Aber ich muss mich total zusammenreißen, dass ich nicht anfange zu plappern. Ich fand die Idee mega cool von ihm. Mega cool. Ich freue mich tierisch drauf. Ihr könnt gerne raten, aber ich kann nichts bestätigen oder dementieren. Schreibt doch mal rein, was könnte das sein? Wenn ich sage,
Hey, unsere Community könnte sich im fertigen Spiel im Industriegiganten 4.0 verewigen. Was wären eure spontanen Gedanken, was damit gemeint sein könnte? Ein Bulle vor einer Börse. So, das können wir so sofort bauen. Alles gut. Jetzt kommt der Zug. Und wir starten. Hier vorne erstmal Getreide rüberbringen, bitte. Ein Klohäuschen. Also mit mir verbindest du hohe, also höchste Spielkultur und Klohäuschen, ne? Vielen Dank. Also wenn ich irgendwann nicht mehr bin, steht vielleicht auf meinem Grabstein nicht nur mein bürgerlichen Namen, sondern klein drunter WB. Dann steht als Sinnspruch, bei anderen Leuten stehen immer so Poesie-Albensprüche oft auf Grabstein. Und bei mir steht dann sicher drauf, er hat die Klohäuschen in der Computerspielbranche populär gemacht. Danke für alles, WB. Echt krass. Eine Feuerwehr, die automatisch geträumt wird. Bau weiter. Träum weiter. Einmal hier geht's los. Einmal Getreide rein. Leer zurück. Hier hin. Irgendwas mitnehmen. Wir wissen noch nicht genau, wie hoch die Reichweite, wie hoch die Nachfrage ist. Ich will noch nichts einstellen. Dann wieder hier hin. Einmal starten, Lok wählen. Und das ist die und das heißt Kräuter und Getreide nach Langenthal. Ja. Kraut und Getreide nach Langenthal. Jetzt müssen wir über eine Sache nochmal ganz kurz nachdenken. Versorgungstürme und zweitens, das Getreide muss ja auch umsteigen dürfen, ne? Ja, das müssen wir auch noch einstellen. Dann brauchen wir einen Versorgungsturm auf der Strecke. Am Ende oder hier hinten? Kurz. Hier davor. Hier hin. Andererseits, wenn wir die nicht hier hinbauen, dann kann es sein, dass die Züge, die nach, die Kräuter abbringen, hier anhalten und dann weiterfahren. Lieber da, wo alles hinfährt. Alle Züge, die die Strecke langfahren, landen auf jeden Fall in Langenthal und halten da auch. Das heißt, da müssen die sowieso in unmittelbarer Nähe zu einem Versorgungsturm ohnehin anhalten. Ja? Einmal Abfahrt bitte. Ein Schieberegler einbauen als WB-Option in den Einstellungen, auch eine sehr hübsche Idee. Eine Trophäe, du meinst ein Steam Achievement, wenn man irgendwie strategisch besonders klug gespielt hat. Auch eine hübsche Idee. WB als KI-Gegner. Welche Bonus und Malus hätte denn WB als KI-Gegner? Wenn ihr mich hättet als KI-Gegner bei einem Wirtschaftsstrategie-Aufbauspiel, was hätte ich als KI-Gegner für gemeine Eigenschaften, die euch fordern würden? Wir müssen gleich die weiteren Züge noch auf die Cargo-Strecke drauf machen. Die Siedler hätten mehr Reichweite. Ein Wackeldackel. Das ist wahrscheinlich nicht sehr starke, aber sehr langsame Züge. Moppy, wie witzig war das denn? Wie doppeldeutig. Super witzig, sehr geistreich. Extrem geistreich, Respekt. Also spiele ich ja auch bei Civ. Sehr starke, aber sehr langsame Züge. Und genauso dann bei einem Spiel, das Züge hat. Das ist die Geist... Also wenn du das gemeint hast, dann war das die geistreichste Bemerkung des heutigen Abends. Blumen aus dem Chat für Moppy. Für Moppy Iron. Für, wie ich finde, die geistreichste Bemerkung des heutigen Abends. Bitte in meinem Namen.
Pokerface in Verhandlungen. Das fand ich echt witzig. Wir haben wieder Forschungspunkte. Ja, langsam entladen, Getreide raus. Bergkäse bitte abholen. Einmal die Fahrt bis zur Bergkäsemanufaktur. Bevor wir da weiter mitfahren, mache ich noch kurz eine Kleinigkeit, nämlich wir kontrollieren mal, ob wir genug Cargozüge auf der Strecke haben. Ich denke nicht. Das heißt, es geht um diese Strecke hier. Da sind zwei unterwegs. Der wird gerade entladen. Ich vermute, beide werden randvoll sein. Ich packe schon mal zwei weitere auf die Strecke. Die brauchen wir garantiert. Dass ich jetzt nicht mehr mit Greenscreen arbeite, sondern vor dieser spanischen Wand und der historischen Weltkarte zu sehen ist, scheint euch nicht zu stören, ne? Also wenn ich das richtig mitbekommen habe, den ganzen Abend über auf Twitch, YouTube habe ich noch nicht gelesen, kein einziger Kommentar von wegen, das ist aber doof, mach das wieder weg, ich sehe nichts, wo ist dein Greenscreen? Scheint okay zu sein, ne? Finde ich sogar toll, meint Ireland. Warum denn? Passt so. Meint unser Tobi. Das ist Dispepa, das ist eine sogenannte spanische Wand, also eine Klappwand. War richtig teuer. Ich kann es von der Steuer absetzen. Hat irgendwie 280 Euro, glaube ich, gekostet. So eine sehr edle, bei so einem Spezialhersteller. Doppelseitig der Stoff, vorne und hinten. Schallschluckend. Und der Stoff ist Lichtreflexe absorbierend, sodass man den halt benutzen kann. Sehr hochwertig gemacht, dass das auch lange hält. Wird ja auch oft zusammengeklappt und wieder aufgebaut. Und ist eine historische Weltkarte halt. Habe ich richtig Geld für die Hand genommen. Und interpretiere ich nicht von wegen Luxusgut, sondern ist eine berufliche Investition. Ohne Scheiß. Mein alter Greenscreen hat allerdings auch den Geist aufgegeben. Ich hätte mir sonst einen neuen Greenscreen kaufen müssen. Da ich keine Lust, und das ist, finde ich, vom Licht her unangenehmer. Dann muss man immer den so lange aufbauen. Und gucken, wie die Beleuchtung ist und ob das Grüne auch weggemacht wird oder nicht. Und das hier habe ich ruckzuck aufgebaut. Ich mache ja mittlerweile sehr viele Shorts auf YouTube. Habt ihr das mitbekommen? Dass ich mittlerweile, das nennt sich, glaube ich, der WB-Snack. Das sind Shorts, die immer um 12 Uhr mittags kommen bei mir auf YouTube. Postet doch mal bitte, schreibt doch mal gerne Ausrufezeichen YouTube in den Chat rein. Habt ihr den Link drauf? Ja, Leute, die YouTube, für YouTube zeichne ich auf. Es gibt auf dem YouTube-Kanal jetzt oben einen neuen Reiter, einen neuen Tab, der heißt Shorts. Ja? Den kann man nur anklicken, wenn man Shorts trägt. Tragt ihr eine lange Hose, einen Rock oder gar nichts, dann ist der unsichtbar. Das Spiel kontrolliert, zum Beispiel über die Webcam, in welcher Bekleidung ihr vor dem Monitor, vor dem Tablet sitzt. Nur wenn ihr Shorts tragt, steht da der Reiter, dann ist er anklickbar. Dann stehen da diese YouTube-Shorts aufgelistet auch, ne? Ja, und ich habe mich selber dezent aus dem Konzept gebracht. Genau, und da gibt's während der Gamescom habe ich da viele veröffentlicht, 4 oder 5. Da war pro Tag, da war halt viel los. Aber es kam so gut an, dass ich gesagt habe, ich mache die jetzt immer 60 Sekunden knapp über irgendwas erzählen, jeden Tag mal. Über ein Spiel, über eine obskure berufliche Situation als Content Creator, einen Kontakt zu Presseleuten, irgendwas. Wobei ich gestehen muss, ich war heute leicht geschockt, als ich mal gegoogelt habe, deshalb war mir vorher klar nicht klar geworden. Die Einnahmen daraus für einen YouTube-Macher belaufen sich auf quasi null. Da kommt nichts rein. Das sind winzige Centbeträge. Also man muss Hunderttausende von Aufrufen haben, damit das überhaupt ein nennenswerter Geldbetrag dabei entsteht. Das ist wirklich nur so just for fun und just for euch. Schön, wie viele Leute da sind. Liebe Grüße an euch. Hi.
Ich kann euch schon mal spoilern, bei uns auf YouTube gibt es in wenigen Tagen ein Video-Special. Knapp, also etwa 30 Minuten lang. Das nehme ich am Dienstag auf mit dem Studioleiter zu Endzone 2. Mit dem Stefan. Mit dem Stefan Wirth. Das ist ja kürzlich in Early Access gestartet. Das ist ein Spiel, das euch als Roll of Empire-Fans vielleicht auch interessiert. Städteaufbau in der Postapokalypse. Habe ich so ins Programm nicht integriert bekommen. Machen wir gemeinsam. Ist ja so ein bisschen so meine Spezialität, viele Entwickler immer zu Gast zu haben und euch auch so eine Kommunikation mit ihnen zu ermöglichen. Gibt es, glaube ich, so im deutschsprachigen Raum, so in der Intensität, sehe ich das bei Leuten, die nicht Presse sind, eigentlich sonst gar nicht. Und das hat sich so eingespielt im Laufe der Jahre, macht mir große Freude und ist so ein Mehrwert. Also ich hätte mir sonst einen Greenscreen neu kaufen müssen und der alte war zu klein und der neue, ein großer, der hätte etwa genauso viel gekostet. Und spanische Wand ist hübscher. Und jetzt kann ich endlich grüne Sachen tragen. Zum Beispiel kann ich das jetzt in die Kamera halten. Schaut mal hier. Das wird nicht mehr weggegrünt. Was hier, das ist meine Bonbon. Das habe ich bislang immer in die Kamera gehalten, wenn ich nur einen Bonbon rausgenommen habe. Und dann wurde das Grün immer weggemacht. Wenn ich das Bonbon hochgehalten habe, konnte man es nicht sehen. Und jetzt sind meine Bonbons nicht mehr unsichtbar.